Zwei kurze Vorbemerkungen. Die erste, ich muss immer ein bisschen grinsen, wenn es heißt, einer der bekanntesten oder besten oder wie auch immer Elitenforscher. Wir haben in Deutschland so wenig. Das muss nicht zwingend ein Lob sein. Das ist einfach, ich könnte auch unter lauter Blinden der berühmte Einäugige sein, dann wäre das immer noch richtig. Das ist das Erste. Das Zweite, ich habe mir erlaubt, also als ich damals hier zugesagt habe, war das die Thematik, die gerade vorgestellt worden ist. Ich erlaube mir dann immer, weil ich die Vorträge eh frei halte, das Ganze bestimmten politischen Gegebenheiten anzupassen. Und weil wir jetzt im Augenblick ja drei Landtagswahlen haben, werde ich, ich muss glaube ich weiter zurückgehen, ne? Nee, ist okay, werde ich ein bisschen das einbetten in die Thematik soziale Ungleichheit und politische Partizipation. Das heißt, ich werde nicht nur über Eliten reden, ich werde das auch machen, aber ich werde anfangen mit sozialer Ungleichheit, dann darstellen, wie Eliten dazu stehen und dann auf die Konsequenzen aufmerksam machen, die das hat für Wahlverhalten und politisches Interesse und Ähnliches. Also wie gesagt, ich fange an mit sozialer Ungleichheit, ist heute jetzt kein bahnbrechendes Thema mehr, anders als vor ein paar Jahren muss man bei solchen Vorträgen nicht mehr belegen, dass die soziale Ungleichheit in den letzten 30 Jahren in allen Industrieländern zugenommen hat und in den meisten anderen Ländern auch, sondern es gibt inzwischen so viele Untersuchungen unterschiedlichster Provenienz, die das alle belegen. Also am Wochenende war es sogar in der Frankfurter Allgemeinen zu lesen, dass man sagen kann, das ist jetzt einfach Stand der Wissenschaft, Schluss aus. Worüber man sich unterhalten kann, ist, wie das im Detail ist, weil die Zahlen abweichen und warum das so ist. Da gibt es höchst unterschiedliche Erklärungen. Ich werde nur ganz wenige Zahlen präsentieren und die beziehen sich nur auf drei Länder. Das sind die USA, Großbritannien und Deutschland. Und zwar auf diese drei Länder, weil ich auf die USA und Deutschland später zu sprechen komme und weil ich Großbritannien benötige für einen historischen Vergleich. Warum Großbritannien, sage ich gleich noch was zu. Wenn man sich die Zahlen einfach anguckt, diese drei Länder, Einkommensentwicklung und der Stand, ich nehme jetzt mal die Zahlen von 2010, die Sie bei Piketty finden können. Ich könnte auch andere Zahlen nehmen. Die Rangfolgen sind fast immer identisch, die Prozentsätze variieren. Und ich nehme jetzt nur mal die Einkommenskonzentration, das oberste Prozent und das oberste Promille. Platz 1, egal was Sie nehmen, Platz 1 ist immer von den USA besetzt. Das oberste Prozent der USA schafft 19,5% des Gesamteinkommens der USA und das oberste Promille 9,5%. In Großbritannien lauten die Zahlen 14,7% fürs oberste Prozent und 5,6% fürs oberste Promille. Deutschland folgt auf Platz 3, Großbritannien hat einen zweiten Platz, Deutschland auf Platz 3 mit 11,2% für das oberste Prozent und 4,0% fürs oberste Promille. Das sind nur Zahlen, da kann man daran erkennen, wie massiv die Konzentration ist, vor allem wenn man das oberste Promille jetzt sich anguckt. Jetzt komme ich auf Großbritannien. Wenn man historische Vergleiche machen will, ist das außerordentlich schwer. Wir werden in der Diskussion immer wieder konfrontiert mit dem Begriff der Refeudalisierung. Ich finde den Begriff analytisch falsch, das sage ich gleich vorweg, weil Feudalismus ist wirtschaftlich wie politisch ein völlig anderes System, aber ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, vor ein paar Monaten für einen Vortrag zu gucken, ob ich Zahlen finde, wie die Ungleichverteilung im Feudalismus war. Nun haben Sie das Problem, Deutschland gibt es in der jetzigen Form eigentlich erst seit 89. Sie können noch grob vergleichen mit dem Kaiserreich, aber das gibt es auch erst seit 1871. Frankreich, Spanien, Österreich, egal welche Länder Sie nehmen, Sie haben kaum ein Land, was länger als 200 Jahre oder 150 Jahre in den heutigen Grenzen existiert. Mit einer einzigen Ausnahme ist Großbritannien. Das gibt es schon relativ lange und Sie haben in Großbritannien einen zweiten unschätzbaren Vorteil. Es gab sowohl im 17. als auch im 18. als auch im 19. Jahrhundert Wissenschaftler oder Vorläufer von Wissenschaftlern, das war ja damals alles nicht so scharf getrennt wie heute, die sich diese Frage gestellt haben, wie sind Einkommen verteilt? Ich bin zufällig darauf aufmerksam geworden, weil es in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts unter britischen Historikern eine intensive Debatte darüber gegeben hat und die haben dann die alten Quellen gefunden und haben die Zahlen nochmal überprüft. Und ich präsentiere jetzt auch nur ganz kurz, das habe ich dann selber ausgerechnet, weil man kriegt nur absolute Zahlen, die Prozentsätze muss man sich selber ausrechnen. Die Einkommensverteilung für drei Jahre, 1688,
1756 und 1803. Das sind drei sehr unterschiedliche Ära in der britischen Geschichte. 1688 war wenige Jahrzehnte nach dem Bürgerkrieg. Da kann man davon ausgehen, dass die Einkommen auch der obersten Spitze unter einem Bürgerkrieg zu leiden gehabt haben, weil der Adel sich da auch selbst massakriert hat. 1756 war der Beginn des britischen Empire, also praktisch zeitgleich mit der berühmten Battle of Plassey, die Eroberung Indiens eingeleitet hat oder zumindest den ersten wesentlichen Schritt dazu gebildet hat. Und 1803 gab es das Empire. Da war die Karibik dabei, da war Kanada dabei, da waren Teile Afrikas dabei, vor allem Indien war dabei. Das heißt, da war Großbritannien das reichste Land der Welt. Wenn man sich die Zahlen anguckt und das oberste Promille jetzt zum Vergleich nimmt, das ist praktisch nur der britische Hochadel, der bis heute außerordentlich reich ist. Also der zehntreichste Mann in Großbritannien ist immer noch der Herzog von Westminster, bei dem große Teile der in London gehören, also Mayfair und die teuren ganzen Viertel da gehören dem eben riesige Grundstücke und bei den Grundstückspreisen in London schlägt sich das entsprechend nieder, aber die haben ja alle riesige Landbesitze in Großbritannien. Ich sage jetzt für die drei Jahre immer den Prozentsatz des Gesamteinkommens, der aufs oberste Promille entfällt. Heute sind es 5,6%. 1688 waren es 1,9%. 1756 waren es 2,5 und selbst 1803 waren es nur 3,5. Das heißt, die Einkommenskonzentration heute ist erheblich stärker als selbst zur Hochblüte des britischen Empire. Sie ist vergleichbar, aber da war es eben schon kein Feudalsystem mehr, Zeiten Ende des 19. Jahrhunderts. Da gibt es nun leider nicht so exakte Zahlen, aber da wird das in diesen Relationen sich bewegt haben um die Jahrhundertwende. Das will ich nur ganz kurz sagen, weil der Begriff der Refeudalisierung da ein bisschen was an Richtigkeit hat, so analytisch falscher ist, aber was die absoluten Größenordnungen angeht oder die Größenordnung zwischen Reich und Arm, ist er richtiger, als man es gemeinhin annehmen würde. Also, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich damit gerechnet, dass zumindest 1803 das oberste Promille mehr hat als heute. Und siehe da, es war vollkommen falsch. War eine falsche Annahme, weil man immer vor Augen hat, diese riesigen Besitze und die armen Bauern und die Arbeiter, die damals schon wirklich, also gerade sich ernähren konnten in der britischen Gesellschaft, also Hungeraufstände und Ähnliches hat es ja immer wieder gegeben. Trotzdem ist es heute ungleicher. Das als erstes. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist das so? Es gibt in den letzten Jahrzehnten zwei wesentliche Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist die massive Zunahme der Bruttoeinkommen, vor allem am oberen Ende, also Managereinkommen. Also das ist so das Stichwort, was den meisten dazu einfällt. Das zweite ist die ebenfalls massiv veränderte Steuerpolitik in den meisten Industrieländern. Ich will auf beides auch nur kurz eingehen. Wenn man sich die Managereinkommen anguckt, also Winterkorn mit seinen 17,4 Millionen, dieses Jahr ist der einzige, der einen zweistelligen Millionenbetrag einfährt, der Chef von Daimler-Chrysler, Zetsche. Aber es gibt jedes Jahr einen, der zumindest zweistelligen Millionenbetrag erreicht. Das ist historisch für Deutschland etwas Neues. Das hat es bis zur Jahrtausendwende nicht mal ansatzweise gegeben. Also damit man sich so eine Vorstellung machen kann, wie das klassischerweise so ausgeht, gibt von der Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz, das ist eine sehr konservative Truppe, die angeblich die Wertpapierbesitzer schützt, ich habe da so meine Zweifel, aber sie ist jedenfalls eine Interessenvertretung eines Teils der Aktionäre. Und die machen immer Untersuchungen über die DAX-Konzerne und vergleichen das durchschnittliche Vorstandseinkommen in den DAX-Konzernen mit dem durchschnittlichen Einkommen der Beschäftigten dieser Unternehmen. Die Beschäftigten in diesen Unternehmen sind überdurchschnittlich bezahlt. Das betrifft nicht nur die Investmentbanker, die da auch alle bei sind, sondern es betrifft auch die normalen Arbeiter bei Daimler oder bei VW. Die verdienen ja deutlich mehr als Beschäftigte auf der gleichen Qualifikationsstufe in irgendwelchen mittelständischen Unternehmen. Die Relation zwischen durchschnittlichem Einkommen der Beschäftigten und durchschnittlichem Vorstandseinkommen lag über einen langen Zeitraum bis Mitte der 90er bei 1 zu 14. Kann man schon darüber streiten, ob das nun berechtigt ist, aber da geht es nicht drum. Sie hat sich entwickelt binnen 20 Jahren zum Verhältnis 1 zu 54.
Da kann man dran erkennen, wie schnell die Kluft in Deutschland auseinandergegangen ist. In Großbritannien, in den USA ist das ganze zeitversetzt einfach 10 Jahre früher passiert. Und wenn heute in Deutschland jemand sagt, ihr verdient aber unendlich viel, dann wird ein deutscher Spitzenmanager darauf verweisen, dass in den USA im letzten Jahr das Spitzeneinkommen eines CEO bei knapp 200 Millionen Dollar lag. Also damit verglichen ist ein Kleinverdiener mit seinen 10 oder 11 oder 12 Millionen. Die haben immer Vergleichsmaßstäbe und der CEO in den USA wird sagen, was wollt ihr denn überhaupt? Wir haben Hedgefondsmanager, die verdienen in einem Jahr über 1 Milliarde. Das Spitzeneinkommen pro Jahr ist vor, glaube ich, 3 Jahren erzielt worden, da ein Hedgefondsmanager über 4 Milliarden Dollar in einem Jahr verdient. Nicht Vermögen, sondern Einkommen. Also das deutet so ein bisschen an, wie das auseinandergegangen ist. Diese Bruttoeinkommen, ich mache es jetzt mal am deutschen Beispiel, sind relativ bekannt, weil die immer durch die Medien gehen. Was weniger bekannt ist, ist ein Mechanismus, den ich nur kurz schildern will. Vorstandsgehälter werden vorgeschlagen vom Aufsichtsrat und auch abgesegnet. Leider auch von den Gewerkschaftsvertretern, aber das ist so. Die Aufsichtsratsgehälter wiederum, oder Vergütungen heißt das da, werden vom Vorstand vorgeschlagen. Und letztendlich auf der Aktionärsversammlung abgesegnet. Das heißt, es gibt 3 Akteure, Aufsichtsrat, Vorstand, Aktionärsversammlung oder Hauptversammlung. Wenn man sich jetzt anguckt, ich könnte da 3 Kurven jetzt aufzeichnen. Ich nehme die letzten 10 Jahre. In den letzten 10 Jahren sind die Vorstandsgehälter in den DAX-Unternehmen um 70% gestiegen. Die Aufsichtsratsvergütung um 90%. Und der dritte interessante Punkt ist der Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird. Der ist genau in demselben Maß gestiegen. Das heißt, es gibt 3 Gewinner. Die Aufsichtsräte schlagen hohe Einkommen für die Vorstände vor. Die Vorstände machen dasselbe mit den Aufsichtsräten. Die Hauptversammlung segnet das ab und dafür gibt es einen entsprechenden Zuschlag bei der Dividende. Denn die Dividendenzahlung, also auch nur um eine Größenordnung zu kriegen, in dem Jahr, als Winterkorn 11,4 Millionen bei VW gewonnen hat, hat die Familie Quandt, das waren damals noch 3 Erben, jetzt sind es noch 2, die haben über 800 Millionen Dividende nur bei BMW kassiert. Das heißt, das sind ganz andere Größenordnungen, das hört man noch nicht so häufig. Wenn man diesen Mechanismus sich anschaut, kann man sagen, es gibt 3 eindeutige Gewinner und parallel dazu gibt es Verlierer. Die Verlierer sind zum einen die Beschäftigten, also die Stammbelegschaft, da kann man noch sagen, okay, die haben zumindest ihre Prämien, das ist ja für so einen normalen Beschäftigten, wenn der jetzt bei Daimler 5.200 Euro Prämie kriegt, ist das schon ganz ordentlich und das ist bei BMW und so ähnlich. Die Nicht-Stammbeschäftigten gehören schon nicht mehr zu den Gewinnern, sondern eindeutig zu den Verlierern, das sind die Leiharbeiter und vor allem die Werkvertragsbeschäftigten, die ganzen Beschäftigten bei den Zulieferern. Und so könnte man dann durchgehen bis hin zum Billiglohnsektor, man hat das alles dabei. Zu den Verlierern zählt auch die öffentliche Hand, weil die auf Steuereinnahmen verzichtet. Das heißt, es ist klar, diese 3 Gewinner wissen, warum sie gegenseitig bestimmte Sachen bewilligen, weil sie alle 3 davon profitieren. Ich mache damit Schluss, ich wollte es nur kurz mal skizzieren, dass es da Zusammenhänge gibt. Das Zweite, was jetzt interessanter ist, ist die Frage der Steuerpolitik. Wir haben in all diesen Ländern eine Steuerpolitik, die Unternehmen und Reiche enorm begünstigt. Angefangen hat das in den USA mit Ronald Reagan, der hat dann gleich gesagt, wenn schon, dann schon. Der hat den Spitzensteuersatz Mitte der 80er gleich von 70% auf 28% gesenkt. Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, dass da mal ein Spitzensteuersatz von 70% war. Und es gab auch mal Zeiten, da war die Einkommensungleichheit in Großbritannien geringer als in Deutschland. Sogar spürbar geringer. Das war zu Zeiten, als der Spitzensteuersatz in Großbritannien bei über 90% lag. Habe ich auch immer so ein Lieblingsbeispiel. Richard Burton, Autobiografie von ihm. Nee, nicht eine Biografie, er hat es ja nicht selber geschrieben. Erstes großes Hollywood-Honorar. 80.000 Pfund Anfang der 60er. Ein irrsinniger Betrag damals. Das Pfund stand damals bei 20 Mark und der durchschnittliche Beschäftigte in Deutschland hatte 400 Mark im Monat. Also das sind die Relationen. 80.000 mal 20 ist mal bei 1,6 Millionen verglichen mit 400 Monatseinkommen. Da weiß man, es war ein Riesenhonorar. Also kann sich vergleichen mit den heutigen 2-stelligen Millionen Honoraren der Hollywoodstars. Und diesen 80.000 Pfund hat der britische Fiskus
Richard Burton exakt 6.000 gelassen. 74.000 hat der Staat einkassiert. So waren die Steuersätze damals unter einer konservativen Regierung. Das war, glaube ich, Macmillan, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder Douglas Hume. Also klassischer konservativer Upper-Class-Adel, den sie da in Großbritannien hatten. Das hat sich gravierend verändert, Reagan, Thatcher und so weiter. Da will ich jetzt keine weiteren Zahlen. Also es ist überall in einer ähnlichen Richtung. Die jeweiligen Prozentsätze variieren. USA ist immer vorne weg, aber die anderen haben nachgezogen. Ich sage nur auch nur eine kleine Zahl für Deutschland. Wir haben in Deutschland die deutlichsten Senkungen gehabt unter Rot-Grün zwischen 2000 und 2005. Danach sind dann auch die erste große Koalition, die hat dann mit der Abgeltungssteuer nachgezogen, Erbschaftssteuer für Unternehmen, was jetzt gerade wieder aktuell ist, da hat Schwarz-Gelb. Also es hat eine Kontinuität gegeben, aber die größten Einschnitte waren gleich zwischen 2000 und 2005. Und da gibt es eine Untersuchung, die hat das mal nachgeprüft anhand der letztendlich gültigen Steuererklärung der Finanzämter. Das ging damals noch. Seit der Abgeltungssteuer kann man da nichts mehr mit anfangen, weil die ganzen Vermögen aus Geldanlagen gibt es nicht mehr in Steuererklärungen. Jeder, der solche Steuererklärungen macht, weiß, wird automatisch abgeführt. Und wenn man einen Steuersatz hat von um die 25 oder mehr Prozent, dann lässt man das einfach, gibt man es nicht mehr an. Man kann sich ja nichts wiederholen. Da hat die ganz kleine Gruppe der Superreichen in Deutschland, 65 Personen, ihren persönlichen, effektiven Steuersatz, hat nichts mit dem Spitzensteuersatz zu tun, sondern das, was sie wirklich gezahlt haben, in 5 Jahren von 48,2 auf 28,9% senken können. Diese 65 Leute haben pro Jahr, wenn man das summiert, bei ihrem Durchschnittseinkommen, was die haben, ungefähr 2 Milliarden Euro Steuern weniger gezahlt, als ohne die Steuerreformen für sie angefallen wären. Das ist dann schon eine Hausnummer, wenn man heute über alle möglichen Belastungen redet. Ich mache es auch nur kurz mit einer Zahl. Also danach kam Abgeltungssteuer, Erbschaftssteuer und so weiter, hat sich also fortgesetzt, dürfte heute höher liegen. Das ist Steuerpolitik. Und die ist auch in den meisten Ländern in diese Richtung erfolgt. Die Steuersätze und wo man angesetzt hat, ist unterschiedlich. Also die USA haben im Wesentlichen bei der Spitzensteuer angesetzt und bei der Körperschaftssteuer, also mit deutschen Begriffen geredet, haben relativ wenig gemacht bei der Erbschaftssteuer, die der Nachlasssteuer heißt. Das ist ähnlich in Großbritannien. Die Schweden haben den Spitzensteuersatz gleichgelassen, haben dafür die Erbschaftssteuer abgeschafft. Die Österreicher haben die Erbschafts- und die Vermögensteuer abgeschafft. Die Deutschen haben die Vermögensteuer ausgesetzt und die Erbschaftssteuer für Unternehmen de facto abgeschafft. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen wieder ändern wird, wird man dann sehen. Aber der Trend ist überall gleich. Und jetzt komme ich zu den Eliten. Jetzt stellt sich die Frage, warum? Es gibt in den USA in den letzten 2 Jahren ungefähr eine interessante Diskussion unter jüngeren Politikwissenschaftlern. Die haben sich diese Frage auch gestellt. Hat lange gedauert, aber die jüngere Generation, das sieht man ja jetzt bei Bernie Sanders, die jüngere Generation ist das erste Mal seit langem in den USA eine Generation, die dem Versprechen, was für die USA immer typisch war, jeder kann es schaffen, Tellerwäscher zum Millionär, das hat ja ausgemacht, dass in den USA eine kritische Diskussion über Ungleichheit nicht erfolgt ist, sondern im Grunde, wenn es jeder schaffen kann, okay, dann muss man halt nur richtig reinklotzen und ein bisschen Glück haben und dann geht's auch. Diese Generation glaubt das nicht mehr, zumindest in nennenswerten Teilen, vor allem in den weißen Teilen, das ist das Ungewöhnliche. Und das merkt man auch in der Wissenschaft. Und die haben angefangen, Politikwissenschaftler, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Es gibt 3 unterschiedliche Ansätze. Der erste Ansatz, es gibt eine Forschergruppe, sind alles Leute von Elite-Unis, also von Top-20-Unis. Die haben sich die Frage gestellt, wie ist das eigentlich über längere Zeiträume, die haben einen Zeitraum genommen von mehr als 3 Jahrzehnten, wenn es bei politischen Entscheidungen einen Interessenkonflikt gibt zwischen den Interessen der Reichen und denen der Durchschnittsbevölkerung. Die haben das Interesse gemessen an Umfragen, die es in den USA regelmäßig gibt. Nun kann man methodisch sagen, das ist nicht ganz sauber, aber im Großen und Ganzen wird das korrekt sein. Sie haben festgestellt, immer dann, wenn die Interessen nicht übereinstimmen, manchmal stimmen sie auch überein, nach 9-11 waren in den USA von arm bis reich alle dafür, dass man den erwischen muss und dann den Kopf kürzer machen muss. Da gab es kaum jemanden, der das falsch fand, aber in sozialpolitischen Fragen, Medicare, Medicaid, Spitzensteuersätze gibt es gravierende Unterschiede und dann haben die sich gefragt, wer setzt sich dann durch und sie haben festgestellt, es setzen sich immer, praktisch ohne Ausnahme, die Reichen durch. Der zweite Ansatz ist, wie ticken die Reichen? Da gibt es noch
weniger Untersuchungen. Es gibt eine Pilotstudie im Raum Chicago, die haben 100 wirklich Reiche befragt, also Mindestjahreseinkommen 1 Million. Dann kann man schon sagen, das sind Reiche, also nicht wie bei uns irgendwie das Dreifache vom Durchschnittseinkommen, sondern wenn du 1 Million pro Jahr hast, dann bist du reich. Also nicht als Vermögen, sondern als Verdienst. Und die haben dann immer im Vergleich zu Bevölkerungsumfragen geguckt, wie denken die Reichen über bestimmte Fragen. Das erste war, was ist für die Reichen das Hauptproblem? Das Hauptproblem ist die Staatsverschuldung. Da komme ich gleich nochmal bei den Deutschen drauf zurück. Spielt für die normale Bevölkerung in den USA kaum eine Rolle. Das ist ein Unterschied zu Deutschland. Für die spielt Arbeitslosigkeit eine große Rolle oder ganz andere Fragen. Der zweite Punkt war, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, diese Staatsverschuldung anzugehen, und die zwei wesentlichen sind erstens Ausgabenkürzungen, zweitens Steuererhöhungen. Das kann man dann auch immer mal variieren, welche Steuern und welche Ausgaben. Bei den Reichen ganz eindeutig Priorität, Kürzung von Sozialausgaben, ist jetzt nicht erstaunlich, also Medicare, Medicaid, mit einem Prozentsatz von knapp 60%, während die durchschnittliche Bevölkerung das mal gerade zu einem Viertel richtig findet. Da kann man dann auch überlegen, warum finde ich das zum Viertel richtig, aber das ist eine andere, jedenfalls ein deutlich höherer Prozentsatz bei den Reichen. Wenn man die Reichen dann fragt, sind sie der Meinung, dass jemand, der reich ist oder wohlhabend, mehr Steuern zahlen muss als die Armen, sagen die auch ja. Das ist jetzt nicht so überraschend, das ist gesellschaftlich so das, was man sagt, also Political Correctness. Wenn man sie aber fragt, welche Steuersätze sie dann für richtig empfinden, dann nennen die Steuersätze, die genau denen entsprechen, die unter Bush Junior gültig waren. Und das waren mit die niedrigsten seit dem Zweiten Weltkrieg. Also Spitzensteuersatz von 35%, Körperschaftssteuer 17%. Also die wollten, dass es einfach so bleibt, wie es ist. Kann man verstehen. Haben sie ja viel mitgewonnen. Das heißt, dieses Bekenntnis zur eigenen Verantwortung relativiert sich sehr schnell, und das ist typisch, auch für Deutschland, wenn es konkret wird. Allgemein ist Verantwortung immer was, was man akzeptiert, wenn es dann konkret wird und es kostet einen Geld, dann sieht das schon anders aus. Der dritte Ansatz ist, warum stimmen die im Kongress so ab, wie sie abstimmen? Diese ganzen Gesetze sind ja durch den Kongress gegangen. Und da hat sich ein Wissenschaftler die Mühe gemacht, mal zu gucken, wer sitzt eigentlich im Kongress. Allgemein bekannt ist, mehr als die Hälfte der Kongressmitglieder inzwischen gehört zu den Millionären. Das hat sich auch gravierend verändert gegenüber früher. Und dann hat er geguckt, was haben die beruflich gemacht. Da gibt es die waren vorher Unternehmer, es gibt viele Anwälte, es gibt andere akademische Freiberufler, es gibt eine Reihe von Managern und es gibt einen relativ kleinen Teil von Arbeitern und einen Teil noch, die waren normale Angestellte, also mittleres Einkommensniveau. Und er hat das durchgerechnet über eine Reihe von politischen Entscheidungen in den letzten zwei Kongressperioden, und das Ergebnis war, es gibt einen ganz eindeutigen Zusammenhang zwischen der beruflichen Tätigkeit vor der Wahl und damit auch dem Einkommen, was die Leute klassischerweise hatten, und ihrem Abstimmungsverhalten. Diejenigen, die bevor sie gewählt worden sind, normale Tätigkeiten hatten, Arbeiter oder kleinere Angestellte, mittlere Angestellte, bei allen sozialpolitischen und steuerpolitischen Entscheidungen haben die anders abgestimmt als die große Mehrheit, die einen anderen sozialen Hintergrund hatte. Dieselbe Frage habe ich versucht rauszubekommen in diesem Elitenprojekt von 2012. Ich habe früher bei Vorträgen immer eine These vertreten, von der ich felsenfest überzeugt war, die ich aber nie belegen konnte. Diese These war, die Herkunft einer Person prägt statistisch gesehen, nicht in jedem Einzelfall, Gerhard Schröder ist das leuchtende Gegenbeispiel, aber statistisch gesehen prägt die soziale Herkunft die Einstellung zu bestimmten Fragen, was Bildung angeht, was staatliche Infrastruktur angeht, was Steuerbelastung angeht und Ähnliches. Und dann habe ich nie die Chance gehabt, das selber rauszukriegen, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich da intensiver mit auseinanderzusetzen, war ich schon so bekannt, dass selbst wenn ich die Interviews geführt hätte, ich nicht mehr sicher gewesen wäre, ob die Leute mir das sagen, was sie wirklich denken, oder denken, naja, da kommt jetzt der Hartmann und da gibt es dann bestimmte Sachen, die sage ich mal lieber anders. Da müssen sie mit leben. Es gab dann ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Wissenschaftszentrum in Berlin,
Wir haben dann ein professionelles Meinungsforschungsunternehmen damit beauftragt. Die haben dann intensive, einstündige Interviews mit den Leuten gemacht. Und zwar nicht so übliche Meinungsforschung, sondern das waren wirklich speziell trainierte Interviewer, die das auch konnten. Du kannst zu einem DAX-Vorstandschef kannst du nicht irgendeinen Meinungsforscher schicken, der ansonsten fragt, welches Waschmittel nehmen Sie denn oder so. Das muss schon ein bisschen anders sein. Wir haben von den Leuten, die die 1000 wichtigsten Machtpositionen in Deutschland besetzen, ich habe die vorher ausgewählt, das waren gut 950 Leute, haben sich immerhin über 350 bereit erklärt, diese Interviews zu führen, sodass man repräsentative Aussagen machen kann. Und das Interessante war, wir haben dann aufgeteilt, wie das immer so ist, das waren drei Forschungsdirektoren vom WZB plus die WZB-Präsidentin auf der einen und ich auf der anderen Seite. Und dementsprechend, wenn Sie ein einstündiges Interview haben, können Sie ungefähr 90 Fragen stellen Maximum. Da sind ein paar ganz kurze bei, aber es sind eben auch, wenn Sie überhaupt was rauskriegen wollen. Und dann musste das aufgeteilt werden und dann hatte ich hinterher so mein Set an Fragen. Da muss man dann auf vieles verzichten. Im Nachhinein ist das sehr schade, weil die anderen mit ihren Daten nichts gemacht haben. Ich hätte gerne viel mehr Fragen gestellt, aber ich habe ein paar wesentliche stellen können oder stellen lassen können. Und diese Fragen bezogen sich A, darauf, was ist die, sind die größten Probleme in Deutschland? Das war eine ganz offene Frage. Und dann auf Steuern und auf soziale Ungleichheit. Und die Ergebnisse erinnern massiv an die, die ich aus den USA geschildert habe. Das größte Problem für die deutschen Eliten ist auch Staatsverschuldung. Genauso weit vor allen anderen Problemen wie in den USA. Ich sage nur, damit Sie die Größenordnung wissen, das war ja eine offene Frage und es ging darum, das wichtigste Problem. Mit 33% weit vorne lag die Staatsverschuldung. Bildung als wichtigstes Problem waren 4%, nur damit man so die Größenordnung sieht. Denn die konnten ja, da war ein Riesenspektrum an allen möglichen Antworten, aber wenn man fragt, eines der drei wichtigsten Probleme, dann ist die Staatsverschuldung schon nahe 90%. Das zweite war dann, wie sieht das aus mit sozialer Ungleichheit in Deutschland? Ist die soziale Ungleichheit in Deutschland berechtigt oder gerechtfertigt oder ist sie ungerecht? Für die Eliten war das ungefähr halbe halbe. Ich komme gleich nochmal drauf, wie das in den einzelnen Teilen ist. Es war halbe halbe in der Bevölkerung zum damaligen Zeitpunkt sah es so aus, dass das Verhältnis 3:1 war. Also knapp drei Viertel fand es ungerecht und nur ein Viertel fand es gerecht. Also gravierender Unterschied zwischen Eliten und Bevölkerung. Und die dritte Frage war nach höheren Steuern. Ich habe die ganz allgemein gestellt. Höhere Steuern auf hohe Einkommen, Vermögen und Erbschaften. Das hätte zum Beispiel bedeutet, zum damaligen Zeitpunkt den Spitzensteuersatz nur wieder in Richtung dessen zu steigern, wie wir es mal bei Helmut Kohl gehabt haben. Oder die Erbschaftssteuer in der Richtung. Das heißt überhaupt nichts Revolutionäres, sondern schlicht und einfach nur eine Annäherung an Verhältnisse, wie sie in den 90ern noch waren. Es waren extra keine Prozentsätze genannt, damit man nicht irgendwie mit 55% oder was man immer hätte nennen können, dann so einen Effekt hat, oh nee, was ist das, aber wir haben ja nur 43, sondern einfach nur die Tendenz, darum ging es mir. Die Reaktion war ganz eindeutig, eine satte Mehrheit von mehr als 2:1, kein Thema, wollen wir nicht haben, ist nicht wichtig, ist unwichtig. Und jetzt kommt der zweite interessantere Teil, wenn man sich anguckt, innerhalb der Eliten, wer wie antwortet. Und stellt man fest, ich habe das unterteilt in vier Gruppen, diejenigen, die in Arbeiterfamilien groß geworden sind, bezieht sich immer auf die Vätergeneration. Und die Eliten sind mehrheitlich geboren in den 50er und 60er Jahren, ein Teil noch in den 40ern, ein kleiner Teil in den 70ern, aber der große, also 80% sind vor allem in den 50ern und dann in den 60ern noch geboren. Damals stellten Arbeiter die Hälfte der Erwerbstätigen. Das ist sozusagen die untere Hälfte der Bevölkerung, sage ich jetzt mal etwas plakativ. Die Mittelschichten ist ein weiteres gutes Drittel und dann gibt es noch zwei Gruppen. Das ist das Bürgertum, das sind 3% und das Großbürgertum, das sind 5 Promille. Also von oben runter Großbürgertum, Bürgertum und dann kommen 36,5% Mittelschichten und dann kommen 50% Arbeiterschaft. Wenn man sich die Extreme anguckt, Arbeiterschaft 50%, Großbürgertum 5 Promille, da wird man feststellen, in diesen Fragen sind das immer die Extreme beim Antwortverhalten. Die Mittelschichten neigen mehrheitlich zu dem, was die Arbeiter sagen, das Bürgertum zu dem, was das Großbürgertum sagt, aber die Extremposition, weil das sonst zu weit führen würde. Ich mache es jetzt nur an der Frage der Steuern. Vielleicht noch eins kurz zur Frage, dass Staatsausgaben eingespart werden müssen.
Da sind die in Deutschland alle für. Trotzdem gibt es auch da einen großen Unterschied. Wenn Sie sich angucken, Arbeiterkinder in den Eliten finden mit einer Mehrheit von 2-1, ist wichtig, dass der Staat spart. Großbürgerkinder, da ist die Mehrheit 40-1. Da gibt es kaum einen, der Meinung ist, das muss nicht sein, sondern die sind alle der Meinung, der Staat muss sparen. Gürtel enger schnallen, diese üblichen Parolen. Wenn man jetzt auf die Steuern guckt, die Frage Steuererhöhung. Bei Arbeiterkindern eine Mehrheit von 5-2 dafür. Bei Großbürgerkindern eine Mehrheit von 9-2 dagegen. Und ich komme jetzt auf zwei Sektoren, da ist es besonders interessant. Der erste Sektor ist die Wirtschaft. Jetzt ist nicht überraschend, die verdienen alle gut. Das sind ja nur Vorstands- und Aufsichtsratschefs der 200 größten deutschen Unternehmen, haben wir da drin gehabt. Das heißt, die sind alle direkt von Spitzensteuersätzen deutlich betroffen. Die Arbeiterkinder, das sind jetzt nicht viele, das ist ein Anteil von 3% unter denen, die Arbeiterkinder haben trotzdem mit einer Mehrheit von 3-2 für höhere Steuern votiert. Die Großbürgerkinder, die reich aufgewachsen sind, mit einer Mehrheit von 10-2, wenn ich richtig genau glaube, 10-2 dagegen. Die wirklich Reichen, also wo die Väter Vorstände waren oder große Unternehmer, mit einer Mehrheit von 12-2 dagegen. Das heißt, je reicher du aufgewachsen bist, umso weniger kannst du dich für Steuern für Reiche erwärmen. Und wenn du vergleichsweise bescheiden aufgewachsen bist und verdienst hinterher gut, nur statistisch, nicht in jedem Einzelfalle, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da sagst, ja doch, muss sein, höhere Steuern, denn der Staat muss das ja alles bezahlen, doch relativ groß. Also immer eine Mehrheit, auch unter denen in der Wirtschaft. Und jetzt kommt das noch viel Interessanteres, die Politik. Aus Gründen der Anonymität weiß ich nicht, wer was geantwortet hat. Ist klar, darf man nicht, sonst würden die ein Interview geben. Ich weiß aber, wer überhaupt beteiligt war. Und ich weiß, dass unter den SPD-Politikern, die natürlich mehrheitlich nicht aus den oberen 3% stammten, aber auch Bürgerkinder waren und dass unter den CDU-Politikern auch Arbeiterkinder waren. Also im augenblicklichen Kabinett haben wir ja auch einen Sitz, den Kanzleramtsminister. Ich sage nur, das waren damals zum Teil andere Personen, aber es gab das. Und was ich jetzt sage, kann ich nur deswegen sagen, weil es so wunderbar schwarz-weiß ist. Als ich das Buch geschrieben habe, manches merke ich erst, wenn ich Vorträge halte, im Buch finden Sie das nicht, was ich damals geschrieben habe, das ist mir erst hinterher aufgefallen. Der Punkt ist, es gibt unter den Politikern, die aus Arbeiterfamilien stammen, keinen einzigen, also auch keinen CDU-Politiker, der gegen höhere Steuern ist, und unter den Politikern, die aus bürgerlichen oder großbürgerlichen Familien, ich habe das zusammengefasst, weil Großbürgerkinder in der Politik so selten sind, die aus bürgerlichen oder großbürgerlichen Familien stammen, auch wenn sie in der SPD sind, keinen einzigen, der für höhere Steuern ist. Das heißt, knapp gesagt, soziale Herkunft schlägt sogar Parteimitgliedschaft. Das ist so schwarz-weiß, ist ein Glücksfall. Deswegen habe ich es nicht sofort gemerkt, weil ich habe gedacht, ich weiß ja nicht, wer was geantwortet hat, dann kann man damit nicht operieren. Das war so ein bisschen meine Vermutung, weil ich ja von den Politikern den einen oder anderen auch kenne. Nichtsdestotrotz, in dieser Schwarz-Weiß-Form hätte ich es nicht für möglich gehalten, es ist so schwarz-weiß. Das heißt, sowohl in den USA als auch bei uns gibt es unter politischen Entscheidungsträgern und noch mehr unter den Eliten insgesamt eine dominierende Richtung, die, was Staatsausgaben und Steuern angeht, ganz eindeutig Programme und Lösungen favorisiert, die den Reichen zugutekommen, auf Kosten des Restes der Bevölkerung. Das sage ich sehr plakativ, aber es ist so. Und in diesem Zusammenhang, und vor allem in diesem Zusammenhang, ist eben entscheidend, wie setzt sich diese Elite zusammen. Und das kann man sagen in Deutschland. Fast 2/3 dieser knapp 1000 Personen stammen aus den oberen 3,5% der Bevölkerung und nur jeder Achte aus einer Arbeiterfamilie. Und das ist sehr unterschiedlich. Ich habe es schon gesagt, in der Wirtschaft gibt es praktisch keine Arbeiterkinder. Da stellen die oberen 3,5% der Bevölkerung 80% der Spitzenpositionen. In der Politik ist es halbe-halbe. Interessanterweise aber, je machtvoller die Positionen sind, umso höher ist der Anteil von Bürger- und Großbürgerkindern. Auf Bundesebene, bei den entscheidenden Positionen auf Bundesebene, Minister und Staatssekretäre, sind es schon mehr als die Hälfte. Auf der Ebene der Parteivorstände oder der Fraktionen
in Parlamenten und Ähnlichem. Auf dieser Ebene ist es nur ein gutes Drittel. Das heißt, je machtvoller eine Position ist, umso interessanter wird die auch für die, die aus den entsprechenden Kreisen kommen. Damit schließe ich den zweiten Teil ab, weil ich die Zeit nicht überziehen will, mache ich grundsätzlich. Ich komme zum dritten Teil, das ist im Augenblick ein spannender. Das ist nämlich die Frage, was hat das für Konsequenzen in der politischen Partizipation? Und ich komme nachher auch noch auf die AfD zu sprechen, aber ich will erst auf was anderes kommen, weil das wissenschaftlich weit besser untersucht ist und inzwischen solide belegt ist. Das ist nämlich die Frage, wer beteiligt sich überhaupt noch an Wahlen und wer ist politisch interessiert? Es gibt über die letzte Bundestagswahl eine sehr schöne Studie des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln. Und in dieser Studie haben die mal untersucht, wie ist das eigentlich in Wahlbezirken? Soziale Zusammensetzung der Wählerschaft und Wahlbeteiligung. In den 90er Jahren war das so, die wohlhabenden Wahlbezirke hatten Wahlbeteiligungen damals so um die 95%, 93 bis 95%, und die armen Wahlbezirke hatten 10% Punkte weniger, also 83 bis 85. Das hat sich gravierend verändert in den letzten 20 Jahren. Bei der letzten Bundestagswahl 2013 lagen die Unterschiede bei bis zu mehr als 40%Punkten. Ich nehme das drastischste Beispiel, aber in abgeschwächter Form gibt es das querbeet durch die Bundesrepublik. Das drastischste Beispiel ist Köln. Wer gestern den Tatort gesehen hat, wird sich erinnern an die zwei Stadtteile, die ich jetzt erwähne. Der eine Stadtteil war der mit den schönen hohen Häusern, wo der junge Mann dann hinterher runtergesprungen ist. Das ist Köln-Chorweiler. Da macht RTL regelmäßig die Reality-Shows über die deutsche Unterschicht. Und der andere Stadtteil, das war da, wo die Villa stand. Da hat Stefan Raab auch seine Villa stehen, das ist am Hahnwald. Im Kölner Süden das exklusivste Viertel in Köln. Die Arbeitslosenquote im sozialen Brennpunkt Chorweiler knapp 20%. Im Hahnwald gibt es praktisch keine Arbeitslosen. Das Durchschnittseinkommen können Sie sich ausrechnen. Villenviertel, das exklusivste in Köln gegen den sozialen Brennpunkt. Die Wahlbeteiligung in Köln Chorweiler 42,5%. Am Hahnwald 88,7%. Und so können Sie das quer durch die Bundesrepublik, die Unterschiede sind nicht überall so groß, aber im Schnitt hat sich diese Kluft von 10% Punkten knapp verdreifacht zwischen armen und reichen Wahlbezirken. Das heißt, die Armen haben für sich aus der Entwicklung der letzten 20 Jahre einen nicht ganz falschen Schluss gezogen. Die da oben interessieren sich nicht für uns. Warum sollen wir uns für die Spiele von denen da oben interessieren? Also ich habe 10 Jahre am Mainz gewohnt und habe oben auf dem Lerchenberg Fußball gespielt. Und das war so eine Mischung, das war glaube ich ein anderes Interview. Ich habe am Wochenende 4 Interviews autorisiert, deswegen weiß ich jetzt immer nicht, das war glaube ich nicht das für die Saarbrücker Zeitung, sondern einem anderen. Das Schöne war, die alten Herren, die da spielten, da war ein Staatssekretär bei, ein ZDF-Redaktionsleiter, ich war dabei und so, das war halt ein Handwerksmeister, gut situiert. Und dann hatten wir, weil wir am Schluss dann doch zu wenige waren, die meisten hat das Zipperlein erwischt, haben wir so Jüngere gefragt, die kamen aus dem Papageienviertel. Das sind so Hochhausblöcke, alle Nationalitäten. Wir hatten am Schluss dabei Koreaner, Afghanen, Iraker, Türken, Iraner, Mazedonier, Serben. Also so das ganze Spektrum, was es so an Migranten hier in den letzten 20, 25 Jahren gegeben hat. Und wenn ich mir die angucke, das war so vom Alter her zwischen 16 und 23, 24, die haben irgendwie bis auf wenige Ausnahmen, es gab auch einen, der hat Fachabi gemacht und einen, der hat nach dem Fachabi die Fachhochschule besucht. Über mehrere Jahre sieht man ja, wo die Leute so bleiben. Für die meisten war das so, die haben hinterher Business gemacht, wenn sie älter waren. Business, das war so ein Begriff, die haben in ihren Communities dann, ich sage jetzt mal, so halblegale Geschäfte gemacht, weil alles andere war für sie gestorben. Und die hatten eine Einstellung zu den Dingen, du kannst eh nichts machen. Also außer dich irgendwie da so durchschlagen, so gut wie du kannst, das haben sie dann beherrscht. Das hat selbst ihr Fußballspiel am Anfang sehr stark geprägt, aber das wäre jetzt was anderes. Das heißt, ja, das ist immer so schlagen, wie man sowas ändern kann. Beim Fußball kann man das sehr schnell ändern. Das war sehr eindrücklich. Das sage ich immer, wenn ich Vorträge halte vor Personalchefs, wie man da drangehen kann und wie lange das dauert oder Bildungsthemen, ist aber hier nicht das Thema. Was klar war, Wahlen, das war für die anderer Stern. Kein einziger, der sich auch nur ansatzweise sowas interessierte, das war irgendwas für uns. Dass wir wählen gehen, klar, ich meine, das sind irgendwie so die alten Leute und die gut verdienen oder wie auch immer, aber für sie war da nichts.
Jetzt gab es vor kurzem ja die Shell-Studie, die neue, und was Sie in allen Zeitungen lesen konnten, politisches Interesse bei der Jugend steigt. 41%. Ist immer noch nicht überragend, aber nun ist zumindest eine Steigerung gegenüber vorher. Was kaum irgendwo zu lesen war, die Shell-Studie, die haben das ja differenziert. Die haben 5 soziale Gruppen gebildet, ganz plakativ, Unterschicht, untere Mittelschicht, Mittelschicht, obere Mittelschicht und Oberschicht. Und wenn man sich die Prozentsätze da anguckt, dann sehen die so aus. Unterschicht 21%, untere Mittelschicht 31%, mittlere Mittelschicht 40%, obere Mittelschicht 51%, Oberschicht 61%. Und die Steigerung, die erzielt worden ist, ist nur in den beiden oberen Gruppen erzielt worden. Unten hat sich gar nichts getan. Dazu passt, wenn man die Leute fragt nach ihrer Perspektive, ob sie optimistisch in die Zukunft gucken. Bei der Unterschicht gerade noch jeder Dritte, bei der Oberschicht 75%. Es gibt ähnliche Untersuchungen, mal vor ein paar Jahren haben die das gemacht, für eine Frauenzeitung, weiß ich noch damals, weil es die einzige Untersuchung überhaupt war, die haben Deutschland und Schweden verglichen und da war genau dasselbe. Die bei uns im unteren Drittel der Bevölkerung, die Jugendlichen, glauben nicht mehr mit großer Mehrheit, dass für sie irgendwas machbar ist in dieser Gesellschaft. Die klinken sich aus und suchen dann ihren individuellen Weg. Da war der Tatort gestern in dieser Hinsicht schon ganz typisch. Während die oben viel stärker als früher glauben, dass das für sie alles prima läuft. Und das ist ein gravierender Unterschied immer noch zu Schweden. In Schweden gibt es zwischen dem oberen Drittel und dem unteren Drittel in dieser Frage keine großen Unterschiede. Das sind wenige Prozentpunkte, also nicht mal 10 Prozentpunkte, glaube ich, 5 oder 6 Prozentpunkte nur, was viel immer noch mit den Strukturen der schwedischen Gesellschaft, der Infrastruktur und Ähnlichem zu tun hat. Das wird da auch schlechter, aber es gibt es noch. Das heißt, um es zusammenzufassen, das untere Drittel der Gesellschaft, wenn es um die Jüngeren geht, das hat sich schon verabschiedet. Das wird man bei den Wahlbeteiligungen in Zukunft merken. Und jetzt komme ich ganz zum Schluss noch kurz zur AfD. AfD ist nicht dasselbe. Also wir haben bei der AfD so eine Gemengelage. Es gibt die einen, die gehen nicht mehr hin. Die habe ich gerade geschildert. Und es gibt die anderen, die wählen Protest. Und die AfD ist eine Gemengelage aus ganz unterschiedlichen Proteststimmungen. Also ich komme aus Baden-Württemberg, wir haben ja bald Wahlen und ich kenne ja so das Umfeld nördlicher Schwarzwald, da wird die AfD sicherlich 10% holen. Handwerker zum Beispiel fühlen sich immer von der Steuer halb ruiniert und nicht richtig gewürdigt und die oben, die Parteien, die machen sowieso, was sie wollen. Das ist so ein typisches Potenzial. Es gibt Russlanddeutsche und so könnte man jetzt mehrere zusammennehmen. Ob das hinterher da tragfähig ist, auf Dauer eine Partei zu halten, weiß ich nicht. Wir haben eben vorher kurz darüber diskutiert. Das will ich immer erst abwarten, denn von der alten AfD mit Lucke und so redet kein Mensch mehr. Deren Thema Euro ist weg, jetzt ist das nächste Thema Flüchtlinge. Das kann ja auch wieder verschwinden. Also die Flüchtlinge Anfang der 90er aus der ehemaligen Sowjetunion, heute zum Teil AfD-Wähler oder integriert. Die Flüchtlinge aus dem Jugoslawienkrieg redet auch keiner mehr drüber. Ob das dauerhaft trägt, weiß ich nicht. Aber das ist ein Potenzial, was sich auch gebildet hat in Abgrenzung zu den Eliten, die ja so abgehoben sind. Und da haben die eine Menge zu beigetragen, weil gerade im Punkt Sozialpolitik, was der Nährboden dafür ist, ein Teil der Leute hat Angst, dass in der unteren Hälfte der Gesellschaft, wo sie sich wähnen, das stimmt nicht für alle, aber mehrheitlich, denke ich, wird das so stimmen, dass die Bedingungen an Wohnungen zu kommen, dass die Bedingungen an Arbeitsplätze zu kommen schlechter werden, weil es Konkurrenz jetzt gibt und dass die Sozialleistungen des Staates noch knapper werden, weil der Staat jetzt was anderes zu finanzieren hat. Das heißt, da müsste man drüber nachdenken, wie der Zusammenhang ist zwischen der Sozialpolitik und der Steuerpolitik der letzten 15 Jahre und dem, was da jetzt am rechten Rand entsteht. Das wäre eine sinnvolle Fragestellung. Man müsste sich nur ernsthaft stellen und nicht immer nur 2 Wochen vor Wahlen mal plakativ, wie das jetzt wieder Gabriel gemacht hat, sondern wirklich ernsthaft mal verfolgen, was hat er auch selber damit zu tun. Das unterlässt er gemeinhin. Da gibt es aber einen Zusammenhang und da könnte man auch ansetzen. Denn wenn sich das stabilisiert, das sieht man in Frankreich am Front National, der hat auch so eine Phase gehabt, wo unklar war, ob er dauerhaft stabil wird oder nicht. In den 90ern sah das so aus, als würde der Front National wieder auf dem absteigenden Ast sein. Und dann hat er zweimal eine massive Bestätigung seiner Kernthese gehabt, die in Paris kümmern sich nicht um uns, die kümmern sich nur um sich selbst. Erst ist Sarkozy gewählt worden mit dem Versprechen, Ruptur, ich mache den Bruch mit den alten Eliten. Und dann hat es keinen Präsidenten gegeben, der so eng
verbandelt war mit den Superreichen des Landes, Trauzeugen, Paten und so weiter wie Sarkozy. Das war die erste große Enttäuschung bei Konservativen. Und danach kam Hollande. Hollande wusste man zwar ENA-Absolvent, das heißt, da war von vornherein ein bisschen Skepsis angesagt, aber der hat versprochen, ich mache die Gegenpolitik zur deutschen Politik unter Merkel. Was haben Sie jetzt im Parlament eingebracht, die Arbeitsministerin? Die Agenda 2010 für Frankreich. Und nach zwei solchen massiven Enttäuschungen ist klar, dass wenn dann Marine Le Pen auftritt und sagt, die macht das richtig, das ist das Establishment, das sind die ENA-Leute, das ist die Pariser Elite, die kümmert sich nur um ihre Macht und ihre Freunde, um nichts anderes, dass das Anklang findet bei immer größeren Teilen der Bevölkerung. Und dafür muss man ein bisschen Angst haben, da kann man aber was gegen machen. Politisch gesehen, der Spielraum ist da und damit mache ich Schluss. Vielen Dank. Applaus